Kirschen pflücken in Komfortversion. Aha. Aha. Hammer, das Ding. Der Korb da oben ist riesig. Diana kann hin und her laufen und sucht sich die schönsten Kirschen raus. Das nenne ich mal Komfort. Einfach mit dem Trecker hochheben. Und hurra, wir kommen an die letzte Spitze im Baum. Wir kommen jetzt wirklich an jeden Ast da oben ran. Diana schneidet da ordentlich raus. Das wird eine mega Ernte, weil da oben hängen die ganzen guten. Da hängen die ganzen guten Kirschen und das ist natürlich jetzt der Knaller. Da überall komfortabel vom Podest aus, von der Kiste aus, die Kirschen zu pflücken. Hammer gut. Heute ist zweiter Teil der Kirschenernte. Wir pflücken jetzt die ganz kleinen, aber schon richtig schwarzen, dunklen Kirschen. Daraus wird Schnaps gemacht. Und da wird es jetzt höchste Zeit, dass sie rauskommen, bevor die Vögel wieder schneller sind als wir. Jetzt die maximale Arbeitshöhe. Hier vorne ist schon ziemlich abgeerntet, aber das, was da jetzt noch drin hängt, das können sich die Vögel holen, damit die dieses Jahr auch nicht ganz leer ausgehen. Das ist die Ernte, erster Teil vom zweiten Baum. Ja, und ich denke, dass mindestens noch dreimal so viel auf dem Baum hängt. Wir werden berichten.